Ein Schmarmutter, Schmarmutter. Einfach mein Schild weggeworfen. Eben nicht Schmarmling, viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Erster Kill war? Timid. Ich. Timid. Oh, nee. Timid. Sorry, Timid. Was? Hallo? Du warst First Kill, alles gut. Nee, ihr könnt mich rückkillen. Brauch Subs. Okay. Okay. Hey, guck mal, haben wir schon alle drei Killing Rolls. Ich brauche erstmal hier die Task. Bibidi bubli bab. Da laufen wir hier hin. Bubi bub. Bibi. Kommst disabled. Uncool. Swipe mal ein bisschen durch. Zack, 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 zack. Funktioniert nicht. Marin, danke für das Subgift. Gleich nochmal auf Subs gucken dann. Gar nicht auch geguckt. Shorty, Mia und Chip Bowerson. Matteo und Franz aus dem Lab raus. Okay. Bitte was? Träumt ihr mich beide? What? Ja. Schau dich schnell erzählen. Ach, nee, ja, also die Situation war, diese Franz hat vor mir reingestochen, dann kommt Curly an und sticht in den anderen rein, der neben mir steht. Was? Nee. Nein. Ich bin gerade von der Lifeline gekommen. Ich habe gesehen, dass... War da schon jemand tot? Da war noch keiner tot. Tim Horus war wegschnabuliert. Warte, wer wurde schnabuliert? Tim Horus wurde wegschnabuliert. Der ist sehr, sehr früh gestorben. Oh. Um genau zu sein, 45 Sekunden alt. Wie viele Sekunden ist nochmal Witch Time? Also, Shorty, ich habe nicht getötet. Schmecker, ja, ihr könnt nicht beide gemorft worden sein. Ja, nee, ich wurde auch nicht gemorft. Wir haben hier ein Dingens drin. Nee. Ich glaube, ihr seid beide ziemlich sicher raufgesprungen. Fuck? Ich glaube, wir haben gerade als Jakal rausgegangen. Ganz kurz meine POV. Ich bin aus dem Office rausgelaufen rechts. Dann laufe ich hoch und auf einmal kriege ich einen Report-Button und ich laufe links am Stein vorbei und auf einmal sehe ich da Franz und Shorty und dazwischen blitzt so eine Leiche auf und ich denke mir, what the fuck? Und dann bin ich links weggelaufen, weil ich mir dachte, hä? Aber was zum Teufel? Und dann hast du einfach noch mal kurz neben mir reingedrückt. Wollen wir Terste 10 Sekunden geben, weil er gewitscht ist, weil er so ganz gut. Ich bin mir recht sicher, dass das Parzival war. Es könnte aber eventuell auch Curly gewesen sein oder Jeff, aber wahrscheinlich Parzival. Ja, leider nicht. Also es ist vielleicht ein guter Guess, aber es ist leider nicht. Ich wollte tatsächlich Matteo am Anfang Angst machen. Dem bin ich 10 Sekunden einfach direkt hinterher gelaufen. Hab das dann stimmt, random irgendwann mitten im Gang abgedreht, nee, aber nope. Ich hab niemanden geküsst. Und wie gesagt, das ist das, was eine Witch sagen würde. Darf ich kurz was zu der Sache sagen? 5 Sekunden. Ja. Ich glaube, dadurch, dass das mit Franz bestätigt wurde, er war Jakal, glaube ich Shorty jetzt auch. Und ich glaube auch, dass dann Curly reingestochen hat. Weil warum sollte sich Shorty sowas ausdenken? Aber warum sollte ich neben zwei Leuten reinstechen? Ja, keine Ahnung. Ja, aber... Nein. Aber ich bin da ganz lange dass du da gerade warst. Aber es war doch Licht aus. Wie kannst du das denn? Wenn Shorty besser wäre und das halt ergreift, damit der Jakal schon mal raus ist und sie weiß halt, das ist nicht der Imposter-Mate. Haben wir jetzt Parzi gewotet? Zuerst, indem wir Curly voten. Ich glaube, Shorty Toddy ist Evil Guesser und der Jakal hat ihn Imposter-Kollegen umgebracht. Nee, Terste ist gerettet worden. Franz hat gegessen. Oh. Das ist natürlich ein Problem. Jetzt gibt's nämlich einen Jakal. Jetzt bin ich einfach alleine. Oh Mann. Oh. Shorty, weh, du drückst auf den Button. Wollen wir daraus eine kurze Runde machen? Ja, also es hat sich ja jetzt... Ach, guck mal da, der Erste. Ach, guck mal da. Hat das verlegt? Wie
Also wir haben auf jeden Fall Jakal draußen und wir haben noch einen Imposter draußen. Und wenn jetzt noch die Witch also drin ist, von dem Die Witch kann nicht, aber alles gut, ja. Ist nicht haben so wir haben wir am Ende doch schon geklärt den Fall, dass also Curly Matteo, ja, Matteo, Mia und Shushu haben den Kill gerade nicht gemacht, der passiert ist, also Jeff auch nicht. Okay. Wer war denn noch bei der Situation dabei, Shorty? Bei eurer pass auf, Jiburi war noch mit dabei. Ich bin die ganze Zeit mit Jiburi rumgelaufen. Ich hatte erst Angst davor, dass Jiburi die Witch ist. Dann ist ich bin die ganze Zeit mit Jiburi durchgelaufen Richtung Office. Richtung Lifeline, da war niemand tot, wir sind hochgelaufen zum Stein, da stand Franz. Franz hat zu 100% vor mir rein, also der ist komplett draufgejietet. Okay, Shorty, du musst dich erstmal beruhigen. Beruhig dich doch erstmal bitte. Ich kann mich nicht beruhigen, Matteo. Also, weiß, wo die Leiche Franz, ist. Franz war der Jakal. Franz war der Jakal, hat einen Kill begangen. Dann kam Curly dazu, hat das gesehen und dachte, geil, das ist meine Gelegenheit, das steche ich auch mit rein. Curly, also Lumenti, war halt aber auch die Witch und deswegen haben wir Terste gerettet. Jetzt haben wir noch einen Imposter drin. Matteo, ja, dann ist meine... Dann ist vielleicht mir sagen, wo die Leiche ist. Habe ich jetzt vergessen. Dann ist meine einzige Frage, Matteo, auf der linken Seite sein. Warum du als Evil Guesser, beziehungsweise warum du als Dingens, wie heißt denn, also warum du da überhaupt daneben töten würdest, wenn du der Jakal da vor dir tötet, dann reporte doch einfach, kick den raus, ist doch... Ja. Deswegen habe ich ja Shorty gefragt, wer noch als Drittes dabei war. Ja, lass mal über die Leiche. Ist der Evil Guesser denn noch am Leben? Ja. Ja, dann halt ich Curly mein Maul. War die Einzige, die noch da war und Curly meinte ja sogar noch, ey, das Licht war doch aus, aber das Licht war nicht aus. Und eventuell dachte sie, dass wenn Franz und ich da neben der Leiche stehen, dass Franz und ich vielleicht zusammen Lover sind und hat deswegen reingestochen, weil sie dachte, ey, bestimmt fallen halt Shorty und Franz beide um. Ich gebe euch die Info jetzt einfach mal, weil ich glaube ich eh nicht mehr gewinnen kann. Jeff kann es nicht sein, die Leiche ist entstanden vor ungefähr 3 Sekunden, dann habe ich meinen Pfeil gekriegt, aber dann kam Shorty mit dem Button. Die Leute, die im Office standen, die waren vorher noch drinnen, die können es auch alle nicht gewesen sein. Leitkeller hat getötet, dann let's go Passi, dann tschüss. Ach, wieso krieg ich den Vote, Alter? Oh, ja, weil du bist es, Schuh, du bist es nämlich, ja! Genau. Ich bin Mayer gewesen, aber danke. Was? Wenn du Mayer wärst, wenn du selber gewohnt bist, hättest du ausgeliehen. Ich hab einfach nur, es tut mir leid, ich dachte, dich votet keiner. Ich muss selber auf Vulture spielen und... Lass Mia gewinnen, pass auf. Ich lass Mia. Mia soll einfach. Soll die Runde holen. Mia soll die Runde holen. Ich kann eh nicht mehr gewinnen, hol du die Runde. Runde. Oh mein Gott. Junge, Vulture ist neben Jakal. Oh Arsene ist gewinnt oder was? Ah ne, Vulture gewinnt, scheiße. Ich dachte mir, ich kann eh nicht mehr gewinnen so. Und ich wollte auf Vulture spielen, weil ich dachte, Vulture ist schon tot und dann töte ich Matteo und auf einmal frisst Mia neben mir auf und Mia weiß, sie kann ja ohne mich nicht gewinnen so. Ey, und Franz einfach Legendenrunde back to back, aber dasselbe gemacht. Nee, wollen wir. Ja, okay, passt dasselbe. Und ich weiß nicht, warum Franz hier reingestochen hat. Ich wollte auf... Okay, mein Gedankengang war, Licht ist aus. Ihr beide steht neben der Leiche. Einer von euch wird jetzt noch reporten. Dann nehme ich jetzt einfach Timid mit. Ach, einer von euch reportet. Und dann wird Timid einfach nicht aus. Das Licht war nicht aus. Ich wusste nicht, dass das Licht wieder an ist. Ach so. Das war nie aus. Communication. Das war Communication. Ja, das war Comms. Comms von aus. Junge, ich dachte, warum haben wir 2 Crewmate-Rollen? Das wollte ich auch gerade fragen. Ey, ich hab nur gesagt, bekommt Vlesk nicht immer einen Shield, wenn er Time Master ist. Okay, ja, viel Spaß. Tatsächlich so. Viel Spaß. Ich hab gefahren. Keine Angst, ich gebe ihn nochmal. Der darf nicht als Erster sterben, dass ich's weiß. Shushu Imposter. Jibu, Tim wurde gewitcht. Witch. Timid sind die mit Schoko? Ja, aber Schuhe ist gegessen worden. Ja, die sind auch lecker. Okay. Du, ich darf nicht sterben. Sind die auch mit Liebe? Nee, die Heise waren mit ganz viel Hass. Oh, okay. Thank you.
Oh nein! An alle drei. Er ist am Keks erstickt. Der Keks haben ihn umgebracht. Der Arme. Oh no. Ess deine Plätzchen weiter. Ja. Pylonen zwischen Storage und Electrical. Bisschen drunter. Oh, dann können wir wieder auslösen, oder? Ja, es sind gerade viele Labor drin. Hat angemacht und viele Elektriker. Wer ist rechts mir, also irgendwer ist ganz am Anfang mit mir in den Lab reingegangen und irgendwer ist mir dann jetzt gerade so vor 3-4 Sekunden noch begegnet. Ich war am Anfang. Ja, im Horus ist drin, am Anfang sind Franz, nee, Terz und Pazzi reingelaufen, oder? Ja, ja, ich genau. Bin in den Lab. Ja, ja. Ja, aber dann würde ich euch 3 potenziell dafür rausnehmen. Also Tim Horus ist gerade in die Korn rein. Genau. Und ich jetzt am gerade, also jetzt gerade. Zwischen Storage und Electrical, der Pylon da, der, wenn du gerade runtergehst aus Dropship. Mhm. Wer ist denn am Lichtkasten gerade? Das sind 4 Leute und mindestens 2 drücken Schalter, die sie nicht drücken. Ich bin auch reingelaufen mit Jeff, aber die Lichtkastenleute sind da eher verdächtig, oder nicht? Weil die sind ja genau in der Nähe. Das könnten die sein. Ja, wir stehen schon länger da und drücken ein paar Knöpfe. Ja, aber eine Person hat auf jeden Fall versucht zu sabotieren, oder nicht? Also, ich glaube, das haben einfach probiert, einfach alle gleichzeitig anzumachen und das haben immer einfach. Ich war die Einzige, die nicht in Electrical ran ist. Ich bin zu der Wire-Task. Ich glaube nicht, dass wir gleichzeitig gemacht haben, weil ein Button, der schon oben war, nach unten gedrückt wurde. Ja, aber wenn man gleichzeitig drückt, wenn er aus war, dann geht er wieder hoch oder runter. Ich bin da bei Brücki, da hat einer sabotiert. Dann habe ich sein 100%. Lassen. Ich wette, okay, Schuschu steht mit Parzi an der Wire-Task. Oh, lol. Also ich habe ganz am Ende habe ich 2 Schalter, die schon waren, einmal kurz runtergedrückt, weil es so fail war die ganze Zeit. Dann wollte ich mich ablenken. um die anderen links mal kurz runterzumachen. Ein Wort ist raus. Tim, du hast mit letzter Runde gewitcht. Nee, komm mir nicht so. Lightbolzen, ne? Ich hab auch so Ding gewitcht. Ich bin einfach in so einen Haufen reingelaufen. Du kriegst eine Schere zu Weihnachten. Eine Schere? Das klang gerade ähnliche Drohung, als würdest du sagen, du schickst irgendwem den Strick zu Weihnachten. Das war super gemein. Eine Schere ist voll das gute Geschenk, oder? Ja, wenn die scharf ist. Ja, für deine Haare. Nein, nicht wenn du Linkshänder bist. Damit kann man das Paket direkt aufschneiden. Was ist mega schlau. Ja, wir gehen jetzt, komm, hier, ich zeig dir, wo ich bin. Also, okay. So, ich hol mir meine weitere Aufladung. Hey! Mal auf! Du Sau. Ja. Bemüht, Chat. War beim Sport, schlechte Nacht. Meinem Knie geht's immer noch nicht so gut, leider. Kann immer noch nicht vernünftig laufen. Aber ich bin dafür sehr lange Fahrrad gefahren, okay? Immerhin. Pazzi, Lumi und Shorty sind hier unten drin, ne? 3 helle Electrical Security und gemischt im Lab. Scheiße. Ja, das passt. Hier ist niemand gestorben anscheinend. Vielleicht haben wir auch Vulture, das kann auch sein. Mal der Lifeline, spar mir die Aufladung mal eben. Er ist sehr frisch. Der liegt an der Außentür von, also bei Lifeline beim Ausgang rechts. Ja, aber außer Matteo nicht gesehen hat, ist, dass ich bei der Lava auf der Latte stehe und Matteo gerade Jeff weggehauen hat. Auf der Latte? Oh. Das stimmt nicht. Hat er nicht gesagt. Also du meinst, dass das ein Dings war, ein Insta-Report oder was? Oder ein Self-Report? Oh, mir ist verhext. Ja, aber das wissen wir jetzt alleine schon deswegen, weil Timmit gerade laut gelacht hat, glaube ich. Und da muss ja irgendwas Lustiges passiert sein. Und wahrscheinlich hat er gesehen, dass Franz daneben stand. Nee, ich habe gelacht, entschuldige. Ach, warst du das? Ich hab nicht gelacht. Okay. Ja, Franz, also du lachst wie Timmit. Was? Franz, das zurück. Wo du 20 Jahre älter bist, das ist ja wild. Was Franz sagt, ist falsch. Ich könnte es auch beweisen, nächste Runde, aber... Ich hab's gerade gesehen. Ja, ist falsch. Aber was wir machen können, ich glaube, Franz ist vielleicht Jester, der gesehen hat, wie der Kill passiert ist und hat sich dann da versteckt. Oh ja. Mia ist übrigens gewitcht, by the way. Ja, ne? Scheiße, Mia, wo warst du?
ich stand fast die ganze Zeit im Kurm, deswegen habe ich so lachen müssen, weil ich es einfach nicht geschissen gekriegt habe. Mich hat auch dann, aber, ich glaube, die Kamera hat mich gesehen. Ja. Aber stand jemand länger bei dir dran an Comms? Aber warst du nicht auch in Camps davor? Ich war kurz im Camps, dann bin ich runtergegangen, weil ich das halt ausging und wollte das anmachen. Hab ewig gebraucht, weil ich die ganze Zeit so dran rumgefingert habe quasi. Jemand war bei dir in Camps. Ich war. Also die Leiche liegt direkt an der Tür. Ist das korrekt, Franz? Ja, Matteo, und du bist gerade hin und hast Schlag. Ein Kamada bei dir und Chibu war bei dir und Jeff waren bei dir. Also, wenn die Leiche direkt an der Tür liegt, dann kannst du die von dem Brett aus gar nicht sehen, wenn du normale Crewmate-Vision hast. Ja, Matteo, du hast... Nee, so nicht. So nicht, mein Freund. Du bist gerade hingegangen und hast ihn getötet. Und also wer auch immer er würde dich doch sehen. Nee, wer auch immer mich gesehen hat, kann mich jetzt gern guessen, aber Matteo hat gerade eben getötet. Nein, das stimmt nicht. Aber Matteo, was willst du uns nächste Runde zeigen? Warum hast du von dem einen Morphling ausgeschlossen? Ach du Scheiße! Ja, so, okay. Nein! Ja, okay. Wir müssen jetzt Matteo voten. Ihr müsst mich auf keinen Fall voten. Mir wenigstens nicht mehr. Hä, warum voten ihr mich denn? Ich bin übrigens der einzige Skip. Krass. Kompletter Quatsch, mich an der Stelle zu voten. Aber. Achso, dann ist er ja. Nein! Ja, warte mal, ich bin ja der einzige Skip. Ich bin ja einfach immer, er hat ja selber nicht geskippt. Franz meinte, er stand hier und hat. Er kennt die Rolle, das heißt, der musste irgendwie. Tracker, Detective, irgendwie sowas? Gemischt Comms, gemischt O2 und Hell Lab. Warte mal. Waren die Lover? Gegessen worden sind doch. Gegessen worden sind doch. Hä? Mia? Und Franz? Da muss Lumi Lava gewesen sein, oder? Die war ja nicht. Ich glaube, Lumi war ja noch gar nicht tot. Oder Shifter. Lumi könnte Shifter gewesen sein. Dann hätte die in Specimen geschiftet. Da stand ja ich zusammen mit. Scheiße, weiß ich gar nicht mehr. Wer da alles dabei war. Kann ich eh nicht rausfinden. Tim war es nicht. Ich glaube Shorty, Terste. Dunkel O2. Hell Storage. Stimmt aber auch niemand. Nur mal versucht Medium zu faken, auch wenn das wahrscheinlich nicht so klappen wird. Zwei helle Office und helle Lab. Stimmt immer noch niemand. Marzival läuft hier links rum. Ey, ganz ehrlich, keine Ahnung, was hier passiert. Ich mache jetzt aber meine Tasks, weil irgendwie ist es halt, irgendwann passiert halt gar nichts so. Erst und Shorty sind bei mir. Tim war wahrscheinlich Security Guard, würde ich von ausgehen. Hallo?
Dunkel, dunkel, hell im Lab. Dunkel, dunkel, hell in Office. Shorty? Ja? Warum hast du Jiburi gekillt? Wo liegt Jiburi? Jiburi liegt an Lifeline. Also bei Lifeline, also ein bisschen weiter rechts. Ich habe sie ehrlich gesagt gerade nicht gesehen, aber ich bin auch gerade ein bisschen braindead gewesen. Ich hab sie nicht bekommen, also nicht gesehen, ich weiß es nicht. Also ich war noch vor kurzem am Lifeline, die muss halt super frisch sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das nicht siehst. Vor allem war die Tür halt offen. Dann vote mich gerne. Ich bin gerade wirklich einfach braindead gewesen. Ich kann es nicht erklären. Ich bin tatsächlich gerade von Lab gekommen und ich habe einfach überhaupt nicht aufgepasst. Ich habe gesehen, dass jemand tot ist, bin deswegen quasi links gelaufen, weil ich dachte, Richtung linke Seite ist jemand gestorben aufgrund meiner Rolle. Aber ich, wie gesagt, ich bin einfach braindead gewesen. Ihr könnt mich gerne voten dafür. Es ist totally fine. ETF? Das geht mir das zu Problem einfach. Das Problem ist halt auch, wir waren vor letzter Runde Specimen. Tim, als du oben im Lab warst, da war ich zusammen mit Lumi, Shorty und noch einer vierten Person. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Terste. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, hab dich kurz gesehen. Da hat Lumi anscheinend geschiftet, außer sie war Lover mit Matteo, weil Lumi ist die Runde tot gestartet. Ich hab mich schon gewundert, wo Lumi ist, weil Lumi hat mir... Hä? Wie witzig ist das? Die muss jemand in Specimen geschiftet haben. Ich glaube, das warst du. Nach dem Update ist eine Runde. Ich weiß ja nicht, wo sie die Runde noch war. Gibt's eigentlich gerade Handkäse oder was? Lass uns mal die Imposter finden. Was meinst du? Ich habe gesagt, es gibt eine Runde, die wurde ja richtig krass geändert. Also. In 3.3.3 jetzt? Ja, ich weiß nicht, ob es schon vorher war. Der Hacker, ne? Die Hackerrolle, ja. Hacker, ja, ist okay. Hacker, ja, Hacker hat. Ich hab's vorher noch nicht gespielt, sorry. Ich war gerade meine Storage-Task machen und bin jetzt unterm Stein und wollte zur Richtung Lifeline laufen. Hä, das ist die dreisteste Lüge ever von Shu. Weil als ich Hacker war, da hat sie mich exposed, als ich gesagt habe, die eine Rolle ist ja OP. Und dann hat sie gesagt, ja, Hacker ist OP, oder? Und jetzt sagt sie, sie hat noch nicht Hacker gespielt. Der größte Dummkopf ever. Ich hab gerade versucht zu baiten. Du bist Tim B., du bist eine Crewmate-Rolle. Wirklich. Nie wieder. Tim Horus. Also ich als Hacker wusste natürlich, was Schuh da gerade macht. Ich weiß auch, dass es gelogen ist. Offensichtlich der Bait gewesen gerade. So, als Hacker kann ich die Aufladung hier wieder zurückholen, indem ich Tasks mache, was ganz cool ist. Ach nein, Bröki. Daniel Brökmann liegt in den Kameras. Tim Horus ist raus. Oh, da bin ich gerade hingelaufen. Jo, ich weiß, du hast gerade die Tür aufgemacht von O2 unten, ne? Was für ein O2 unten? War Anfang tatsächlich mit ihm auch in Kameras. Jawohl. Wer war denn Electrical? Ich war Electric. Ich stand tatsächlich an dem Electric-Kasten, um das Licht anzumachen, weil ich fertig bin mit meinem Task. Und dann ging quasi die Tür zu und ich dachte eigentlich, Licht geht aus, dann ging der Reaktor an, dann habe ich die Tür aufgemacht, bin rechts rausgelaufen und zum linken Reaktor gelaufen. Soweit kann ich das bestätigen, wie lange du da allerdings im Electric Cage schon standst, kann ich nicht sagen. Terce hat den Kill vermutlich nicht gemacht. Du hast so vor 15 Terce? Sekunden eine rechte Office-Tür aufgemacht, Terce, right? Ich bin, ja genau, ich bin jetzt rechts oben im Lab. Der Kill ist auch noch nicht alt, weil ich zwischenzeitlich an Lifeline war. Ja, also, der Kill ist relativ frisch. Vleska hat den Kill nicht gemacht, wenn sich Shushu und Tim rausnehmen, war es Shorty. Ich war das Beste, mein Tim-Modus ist mir entgegengekommen. Ich würde nämlich auch sagen, dass er frisch war, weil ich an Camps mit ihm war. Und dann bin ich halt runter. Aber du kannst mich ja rausnehmen, Tim. I guess, ja, genau. Wie I guess? Du hast mich aus Specimen rauslaufen sehen. Ja, also genau. Da oder ich sag's so mal anders. Ich sag's mal anders. Also entweder war es Vlesk mit einem extrem knappen Zeitfenster, aber der hat in keiner Runde bis jetzt getötet, oder es war Shorty. Ich glaube tatsächlich, es ist Shorty.
Pass auf, die zwei Votes, die an mir gefallen sind, plus, wer war das noch? Matteo. Ich glaube, Matteo wurde als Witch gegessen, damit quasi es nicht auffällt, wenn wir Matteo hätten gewotet und Mia wäre drin geblieben. Dementsprechend wurde Mia gegessen und plus eins. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber Patsy könnte immer noch self-reporten an der Stelle, ja, oder das nicht? Stimmt. Klar, die Leiche liegt da schon sehr lange. Ich also bin halt die ganze Zeit Richtung Electric eingesperrt gewesen und die eine Runde, wo wir mit vier Mann, auch unter anderem mit Lumenti, mit Tim und Blesk und einem Specimen waren, wir waren so viel zusammen, dass auf jeden Fall, ich glaube, sogar zwei Kills Rollen gecallt worden. Ich kann da den Kill nicht gemacht haben. Shorty, wer ist es für dich? Ich bin mir nicht so sicher, ob das Party tatsächlich mit dem Self-Report ist, aber. Oder wir haben hier gerade noch ein Lover-Pärchen drin. Für mich, ich glaube tatsächlich langsam nicht mehr, dass Shorty den Kill an Lifeliner gemacht hat, den ich da gesehen habe, weil sie irgendwie so ehrlich klang. Und ich glaube, bin wirklich Self-Report. Einfach nur los gelaufen, aber ich kann das wirklich absolut nachvollziehen. Self-Report Party ins Gesicht. Okay. Glaube ich nicht. Das war, glaube ich, falsch. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das war falsch. Tim, ich glaube, Shu ist gar nicht Hacker. Ah! Das sagt das nicht. Ey, Tim, ich und ich weiß, was hast du heute gegen mich? Mann, ich war Jester und ich wollte, dass wir alle voten, aber es macht ja, Tim, das Problem ist, dass du halt rausgenommen werden konntest und Vlesk hat nur das 10 Sekunden Zeitfenster von meinem Tracker-File, um zu töten. Und Scheiße.